befinden wir uns für unseren Empfangsversuch. Kurz noch mal ein bisschen ein auf diese harte Zeit des auch sich gegenseitigen Störens. Ralf Thorsten Berger am Telefon ruft an, Herr Berger, aus Dessau, so ist es? Ja, richtig, ja. Und Sie haben in der Familie, nämlich bei Ihren Großeltern, ein Erlebnis gehabt in Bezug aufs Radiohören. Ja, also das war natürlich vor meiner Zeit. Mein Opa, der hat 1943 den Londoner Rundfunk, die BBC, gehört. Und ja, hat nun das Gehörte weiter verbreitet und ist dann, ja, darf ich das jetzt ja sagen, angeschissen worden und wurde zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er nicht ganz durch das Kriegsende absetzen musste. Und ich war 1984, 85 bei der Armee, meinen Grundwehrdienst abgeleistet. Bei der NVA? Und, ja, Nationale Volksarmee. Mhm. Ja. Und also die Armee. Und ich möchte vielleicht mal noch sagen, dass im zivilen Leben das Hören und Sehen der Westsender nicht verboten war in den 70er und 80er Jahren der Zeit, die ich erlebt habe. Also es gab Fernseher mit PAL, wer sich das leisten konnte. Also es war kein Akt der Widerstand, wenn man nur den Deutschlandfunk gehört hat oder andere Westsender. Aber bei den bewaffneten Organen war das strengstens verboten und nichts war eigentlich schlimmer, als dort erwischt werden, den Westen zu hören. Und sind Sie mal erwischt worden? Bitte? Sind Sie mal erwischt worden? Ja, das wollte ich jetzt gerade erzählen. Und es gab noch ein Kuriosum. Es durfte bei der Armee auch keine AM-Sender gehört werden. Also keine Kurz-, Mittel- und Langwelle. Man hatte wahrscheinlich Angst, das nicht kontrollieren zu können. Und also egal, ob das nur Radio Moskau war oder aus dem Ostblock oder DDR-Sender, das war verboten. So, und auf der UKW-Skala musste dann bei jedem DDR-Senderchen ein Pflaster sein, wo dann der Zeiger stand. Und das wurde immer kontrolliert, ob man denn auch wirklich dann der Zeiger dort stand und ja, die Sprecher dann auch bekannt waren. Und ich kam dann einmal in einem, ich betone, leicht alkoholisierten Ausgang, also Bier und also nicht Schlimmes, und drehte dann nun Übermut und kam nun auf Radio Luxemburg auf der Mittelwelle und bin dann, kam gerade nun ein Genosser Diensthabender rein, hat mich dabei erwischt. Und das Radio wurde eingezogen für den Rest der Armeezeit. Ich musste 2 Tage in den Bau und musste eine Stellungnahme schreiben zu diesem Vorfall. Und ich habe dann eigentlich dieses Urteil, was ich noch habe von meinem Opa, das habe ich dann im Prinzip abgeschrieben und habe das nur auf die neue Situation dann zurechtgerückt. Und für uns alle war eigentlich das Erschreckende, dass die Genossen das eben gut fanden, dass dieses Vokabular, was ich da verwendet habe, das ist jetzt so meine Geschichte da zur Mittelwelle. Rahmen Sie es ein, Herr Berger, hängen Sie es als Mahnmal für die Zukunft an die Wand, auf dass dieses nie wieder passieren möge. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz, Herr Berger. Ja, zum Trost. Ich meine, ich bedauere auch die Mittelwellenabschaltung, aber vielleicht für alle, die das auch bedauern, wir möchten auch nicht mehr mit Zahnbohrern oder mit Sonnen in den Magen gespiegelt bekommen, die wir vor 40 oder 50 Jahren verwendet wurden. Das ist vielleicht ein kleiner Trost. So ist es. Herr Berger, danke, dass Sie angerufen haben. Hören Sie weiter, gerne über Sie. Antenne, über welche Art auch immer. Jürgen Kablitz, trifft das eigentlich zu, dass über Mittelwellen auch so Spionage-Nachrichten...